Nicht umsonst verhandelt die EVG über 50 Firmen. Und da muss man gemeinsam dafür kämpfen, dass ein ordentliches Ergebnis herkommt. Und da gehören auch die Senioren und Senioren dazu, die es unterstützen. Alles ehemalige Eisenbahner und Eisenbahner, die wissen genau, wie wichtig diese Tarifrunde ist für die Kolleginnen und Kollegen. Ich verfolge als Mitglied der Bundesseniorenleitung und 50 Jahre Mitgliedschaft in der EVG jede Info und Bericht über den Stand der Tarifverhandlungen. Und ich bin inzwischen nicht nur sauer, ich bin schon wütend, weil ich feststelle, dass der Arbeitgeber bis jetzt nicht bereit ist, auf Augenhöhe mit unseren Tarifexperten der EVG zu verhandeln. Sie wollen uns schwächen. Habe ich das Gefühl, und deswegen können wir nur zusammen stark sein, die aktiven Senioren, Frauen, Jugend. Und da muss jetzt jeder mit dazu. Wir müssen aus dieser Tarifverhandlung nicht geschwächt rausgehen, sondern nur gestärkt. Ja, wir werden sicher in den Orten, in den Ortsverbänden alle Aktivitäten unterstützen, uns mit einbringen, organisieren, bereitstellen, Kollegen, die sich da engagieren werden, auf jeden Fall auch. Und die Kollegen rücken stärken dabei, ja, bei ihrem Kampf um ein besseres Ergebnis.